Tja, was auch immer das bedeutet, wo auch immer wir hier sind, willkommen zurück zu Silent Hill. Wir gehen jetzt in diesem Kinderraum weg. Übrigens sieht das Kostüm auch der Mädchen oder der Frau sehr ähnlich, die wir immer sehen. Überall. Abgeschlossen. Na, das hätten wir das letzte Mal auch schon machen können. Du besitzt sie. Du besitze sie, um deinen Geist zu schützen. Führe 5 Rituale aus. Enthülle dein Schicksal. Das bedeutet wohl, dass wir hier alles einsetzen können, was wir so gefunden haben. Kann das sein? Dann machen wir das doch schon mal. Dann sehen wir auch, was uns überhaupt noch fehlt. Okay, die Kamera nicht. Der Schlüssel des Dings wohl auch nicht. Aber der Stern. Amulett Salomones verwendet. Immerhin. Das komische Ankh-Kreuz. Was heißt komisch? Eigentlich sind das ja auch alles so Sachen aus Mythologien und Religionen und. Ja, Emblem des Merkur, griechische Gottgeschichten sind hier auch. Eigentlich so alles Mögliche. Dolch des Melchior verwendet. So, was fehlt jetzt noch? Eine Sache fehlt uns noch. Ich schätze mal, die kriegen wir durch diese Bethor-Geschichte. Ich werde jetzt nochmal hier zwischendurch einmal speichern, weil jetzt auch die gruselige Musik wieder anfängt. Und es macht mir ein bisschen Bammel. So. Dann gehen wir mal raus. Abgeschlossen. Das Wort Aratron ist in die Tür eingeschnitzt. Okay, kriegen wir in Bethor-Raum den Schlüssel für Aratron? Ich nehme mal an. Habe den Schlüssel des Bethor verwendet. Oh Gott. Langsam will ich nicht mehr. Es soll langsam zum Ende gehen. Ich möchte es, damit ich das hinter mir habe. Stromgenerator arbeitet. Wollen Sie den Schalter drücken? Ja, mach einfach mal. Gucken, was passiert. Was war das jetzt? Was ist jetzt hier? Was ist jetzt los? Der Stromgenerator ist stehen geblieben. Wollen Sie den Schalter drücken? Was geht das denn wieder an, oder wie? Dieses Geräusch ist irgendwie wichtig. Das klingt, als wäre da was, weiß ich auch nicht. Was ist denn jetzt hier passiert? Und was kann ich jetzt machen? Mir das denn jetzt hier in diesem Raum gebracht? Okay, ich habe den Strom benutzt. Nu? Was hat mir das jetzt gebracht? Ich meine, ist doch gut, dass wir jetzt hier sind. Wir sind doch hier jetzt weitergekommen als vorher. Aber hier kann ich noch nicht hin, weil ich den Aratron-Schlüssel noch nicht habe. Was hat das denn jetzt mit diesem Stromgenerator auf sich? Und warum habe ich die Kamera eigentlich noch? Ging denn irgendwas mit dem Strom vorher nicht? Vielleicht geht ja jetzt der Videorekorder, denke ich mir gerade. Wo war denn dieser Raum? Hier ist dieser Küchenraum. War ja jetzt weiter hinten, ne? Wo wir waren. War der hier? Nee, doch. Der war hier. Das war in diesem Nebenraum, ne? Wo ich gerade war. Videorekorder. Er ist alt, aber noch brauchbar. Ja, aber wir haben ja. Mano. Ich dachte, jetzt geht vielleicht der Strom oder so, weil die ihn angeschaltet haben. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ein Fahrstuhl was machen, wäre ja auch irgendwie jetzt komisch. Weil wir konnten ja Fahrstuhl fahren, davon. Man musste zwar in den anderen Gang laufen, aber ging, ne? Ist hier jetzt vielleicht irgendwas, was anders ist? Keine Ahnung. Ist hier irgendwas Besonderes?
Habe ich hier was übersehen? Ich meine, hier ist alles voller Graffiti. Hier kann man ja schnell was übersehen. Uns fehlt halt definitiv noch ein Schlüssel. Das ist das Problem. Und es hat halt gerade geklackert. In diesem Stromgeneratorraum. Das begreife ich gerade noch nicht so. Merkt ihr ja schon. Ich hätte ja jetzt gedacht, dass hier auf der linken Seite irgendwas ist. Oder vielleicht hier zwischen. Aber nö. Oder hier. Es hat ja definitiv geklackert. Er ist stehen geblieben. So, jetzt läuft er wieder. Schön. Schön. Soll er denn laufen oder soll er nicht laufen? Tja. Jetzt läuft er definitiv. Was habe ich übersehen? Gar nichts habe ich übersehen. Ich mache hier alles ganz brav. Ich habe auch alle Rätsel gelöst. Alles, was wir noch haben, ist hier unsere Kamera. Warte, können wir unsere Kamera in dem Graffiti-Raum benutzen? Das wäre ja auch nochmal eine Idee. Moment. Wo ist der jetzt nochmal? Bin ich richtig? Ja, bin ich. Das ist aber der Videorekorderraum. Vielleicht. Ja. Ich meine, wozu haben wir denn noch unsere Kamera sonst? Denke ich mir. Ach so. Wo bist du? Das ist der Stromraum. Das ist doch der Stromraum, ne? Nee. Das ist der Aratronraum, wo wir noch hin müssen. Bin ich zu weit gelaufen? Muss ich hier rein? Ja. Dann mach das doch mal. Vielleicht klappt das ja. Wieso ist denn das hier nicht verwendbar? Was soll ich denn sonst machen? Oh, das wäre doch jetzt eine gute Idee gewesen, eigentlich, denke ich mir. Kann ich nicht verwenden. Er will das nicht verwenden. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, ich hab's jetzt. Dann hätte man ja hier vielleicht auch wieder so eine Ritze oder was weiß ich was entdecken können, was er vorher nicht entdeckt hat. Ja, okay, Leute, bevor ich jetzt hier doof rumlaufe, ich hab echt keinen Plan, was ich gerade machen soll. Es hat irgendwas mit dem Stromgeneratorraum auf sich. Aber warum ich die Kamera noch habe, weiß ich auch nicht so, ehrlich gesagt. Kannst du hier nicht irgendwas erkennen? Irgendwie nicht. Ja, dann. Genau. Vielleicht mal Licht ausmachen und dann. Auch nicht. Na, fühlst du dich wohl hier in dem gruseligen Graffiti-Raum? Okay, ich mach mal kurz einen Cut und guck mal, was ich jetzt eigentlich gerade machen soll. Weil irgendwo habe ich einen Denkfehler. Bis gleich. Ach so, Leute, ja, ich bin so doof. ja, ich hab's voll vergessen, dass ich ja. So, der Strom ist jetzt aus. Natürlich müssen wir den Strom ausstellen, weil ich habe doch ganz vergessen, wir haben ja diesen Schlüssel noch, den wir uns holen müssen. Es ist ja der Schlüssel an der Wand, den wir noch brauchen, der mit Strom durchzogen war, Dingsbums. Und ja, ist so doof von mir. Warte, jetzt muss ich mir mal kurz merken, welche Tür das war. Fahrleck und dann die zweite von rechts. Ach, hier geht der Aufzug wieder nicht. Mann, welcher Raum war denn das bloß noch? Oh Gott, ich. Leute, ich weiß doch nicht mehr, welcher Raum das jetzt mit dem Schlüssel war. Ich bin schon wieder völlig, völlig draußen. Ich glaube, ich muss noch mal ganz von vorne anfangen. Da unten war der Klassenraum. Da war doch aber nicht dieser
Dingsschlüssel. Wo ist der Raum mit dem Schlüssel? Büssel, Füssel. Scheiße. Das habe ich jetzt schon wieder völlig verdrängt. Wir sind auf jeden Fall wieder auf unserem Anfangsgang. Und das war auch gar nicht... Ich meine aber, das war der zweite Stock. Ich glaube, wir müssen in den zweiten Stock. Ich glaube, das war nicht auf diesem Gang. Wieso funktioniert der nicht? Ich denke, wir... Hä? War oder war der doch unten? Nee, der war nicht unten, meine ich. Ich meine, der war im zweiten Stock, der dumme... Dumme Schlüssel. Der Stromschlüssel. Kack. Gut, gehen wir nochmal hier. Das war der Durchgangsflur. Und ging hier nicht auch der Aufzug? Hier war gar kein Aufzug. Scheiße. Oh Mann, oh, ich weiß doch nicht mehr, wo das war. Oder war das hier? Ah, das kann auch hier sogar gewesen sein. Stimmt. Warte, war das nicht sogar hier? Auf dem Flur? Ich bin total durcheinander, echt. Ich bin total confused durch diesen komischen Keller da unten auch noch. Es sind nämlich noch mehr Türen dazugekommen, die ich mir merken muss. Am Anfang die Türen, die hat man natürlich 100-mal irgendwie durchgekaut. Ach, hier sind wir wieder im Sternzeichenraum. Nee, aber ich glaube, das könnte sogar auf der richtigen Spur sein. Nur, dass hier halt nirgendwo Türen mehr sind auf der rechten Seite, das macht mich wirrig. Wirrig macht mich das. Und diese Türen machen mich auch total confused. Was war hier jetzt? Der Durchgang. Okay, Ophiel. Ophiel. Klemmt. Das war der Lisa-Raum. Da war das doch auch nicht. Boah, Kacke. Boah, scheiße, wo ist das, ey? Wenn ich jetzt eine Karte hätte, ich würde echt einen Freudensprung machen. Ich bin total... Ich suche den jetzt mal. Bis gleich. Oder? Gehen wir zusammen durch den Keller oder was mache ich jetzt? Ich weiß nicht mehr, wo da war. Ich schau mal eben nach. Bis gleich. Hallo, da bin ich wieder. Und ja, ich bin immer noch nicht ganz da, wo ich hin wollte. Das war ein Doppelsound. Ja, ich gehe jetzt mal in den Keller, weil ich keine Ahnung habe, wo ich lang soll. Und, ja. Scheiße. Okay. Lasst mich los. Tritt drauf. Okay, der da vorne noch. Okay, der da noch. Geht doch. Was ist denn los mit denen hier? So ein bisschen wie... Ja, das hatten wir. Wie diese Kinder, also so wie Geister sozusagen, die halt auch schreckliche Nachrichten auf den Tisch geschrieben haben. Ja, aber wenn ich hier nicht weiterkomme, wo muss ich denn dann hin? Also ich kapiere das gerade nicht. Irgendwie bin ich hier total falsch. Egal, was ich mache. Und das wundert mich irgendwie. Ich suche immer noch diesen Stromraum und habe keine Orientierung mehr. Und je öfter man diese Gänge abläuft, desto schlimmer, finde ich, wird's. Warte mal, ich bleib jetzt erstmal hier in diesem normalen Gang. Und ich weiß, dass da, glaube ich, der Aufzug ist, der aber nicht ging. Ich check's trotzdem nochmal. Nee, er ist defekt. Und ich glaube, dann soll man hier wohl anscheinend auch gar nicht mehr lang. Wo soll ich denn dann aber lang? Ich glaube, das ist der... Ach nee, das ist der Keller, da kommen wir gerade her. Da ging's ja aber auch nicht weiter. Das hat ja aber auch nichts gebracht, irgendwie. Das ist der andere Gang. Den will ich jetzt noch nicht. Oh oh. Aber wo Viecher sind...
Ich glaube, wo Viecher sind, das ist gar nicht schlecht. Hallo? Denkst du, es ist okay? Bin ich hier richtig? Ja, wir sind richtig. Sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, dann können wir den jetzt nehmen, oder? Schlüssel von Aratron. Sehr gut. Oh, dann haben wir jetzt endlich alle. Da ist eine unterbrochene Stromleitung. Sonst ist hier nichts Besonderes. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Ja, ich war so doof und habe da gar nicht dran gedacht mit dem Stromgenerator. Sicher dann an den Schlüssel kommen. Und am Anfang denkt man immer, oh, wie schaffe ich das? Bla bla bla. Ist immer so, ne? Okay, es war also. Nein. Geh ganz schnell wieder rüber. Bin irgendwie falsch gelaufen, kann das sein? Bin ich jetzt hier wieder richtig? Im richtigen Gang? Oh, ich will, dass mir nichts passiert. Ich will jetzt einfach nur wieder zurück zu diesem Megakeller-Superraum. Scheiße, hier geht der doch nicht, ne? Es bringt uns doch auch nichts. Aber ich glaube, ich bin doch richtig jetzt. Ich muss nur wieder auf den Hauptgang. Warum sind denn da jetzt Monster? Mano, bestimmt muss ich genau dahin. Ich will nicht. Wo bin ich? Wo bin ich? Ich habe keine Ahnung. Lasst mich. Nervig. Ach, ich bin sogar wieder richtig. Alles klar. Gut. Haben wir es dann endlich? Sehr gut. So, jetzt haben wir den Aratron-Schlüssel verwendet. Was kommt jetzt hier auf mich zu? Ich weiß es nicht. Ich bin bestimmt rot. Ja, ich bin rot. Okay. Is going according to plan, sheltered in the womb. But it's not done yet. Half the soul is lost. That is why the seed lies dormant. And what soul remains captured in that husk is buried deep down in the subconscious. Are you trying to say it won't work? That wasn't our agreement. No, no, these are just stalling tactics. If we lend a hand, we will be able to get power. Never fear, the promise shall not be broken. But the power we could draw now will be very weak. Almost nothing. Unless we get the other half of the soul. We'll use a magical spell. Feeling this child's pain, it's sure to come. But that will take time. Hä? Um was ging's denn da jetzt gerade? Auf jeden Fall war das jetzt hier in Alessas Raum. Keine Frage. Hier waren wir damals schon mal. Was haben wir bekommen? Eine Uroboros-Scheibe. Ja, gut, nehmen wir die mal mit. Auch hier können wir uns das Bild nochmal anschauen. Kennen wir ja aber schon. Was haben die denn, was haben die da gelabert? Und das war definitiv auch der Kaufmann. Ein Röntgenbild hier oder was? Ja. Ich weiß auch nicht, was das zu bedeuten hat. Die haben da irgendwas vom Zauberspruch gefaselt und die Gillespie war ja auch dabei. Das kennt man ja schon. So, jetzt war ich hier überall schon. Was jetzt? Ich mache mir übrigens weiterhin ein bisschen Sorgen,
dass ich keine Videokassette habe, die ich bisher in den tollen Videorekorder einsetzen konnte. Wenn ich jetzt wieder irgendwas übersehen habe und in diesem Falle sogar die wichtige Videokassette, die uns bestimmt ein tolles Geheimnis offenbart hätte über Alessa, dann beiß ich mir in Ellenbogen oder so. Jedenfalls ärgert mich das ganz schön, wenn ich hier immer irgendwas übersehe, obwohl ich hier schon immer alles abgrase und ganz genau angucke. Das war jetzt, ja, ich weiß auch nicht, jetzt waren wir da, dann haben wir diese Ouroboros-Scheibe bekommen. Ouroboros-Scheibe mit einem Bild einer Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt. Tja, ich schätze mal, das ist einfach das letzte Objekt. Und da wir im Raum gegenüber waren, gehen wir jetzt auf die andere Seite, in das Zimmer hier. Speichern nochmal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part, Leute. Nur, dass ich mich echt total ärgere, dass ich hier irgendwie keine Videokassette gefunden habe. Und ich weiß, wo ich sie hätte überhaupt finden können. Naja, okay, gut. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Schade drum, aber könnte der letzte Final Part werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.